Hey Leute, Barney, willkommen zum weiteren Video zu Rocket League. Im letzten Video habe ich die Ansage gemacht, dass ich diese Woche hoch Champion 1 kommen werde. Ich würde sagen, das ist immer noch realistisch, diese Einschätzung. Nur es gibt halt ein kleines Problem. Ich bin gerade noch in Diamond 3. Und deswegen, das Video jetzt wird so lange gehen, bis ich Champion 1 bin. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber ich habe das Gefühl, dass es schon realistisch ist. Ich habe gestern Abend 3 Spiele gemacht, die habe ich alle gewonnen. Ich habe eben ein Spiel gemacht, das habe ich gewonnen. Ist möglich. Ich sag mal, Worst Case muss ich vielleicht 2 Stunden aufnehmen, dann habe ich das. Worst Case. Ich habe halt wirklich ein gutes Gefühl, das wird passieren. Falls ihr natürlich neu seid, dürft ihr uns auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Die Hälfte der Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Muss ich häufiger dran denken, Doppelsprung zu drücken. Cool, wir liegen 1-0 hinten. Teammate steht furchtbar. Ich versuche den Gegner wegzurammen, whiff den aber. Beziehungsweise weicht mir aus und macht ihn trotzdem rein. Das Ding ist, beim vorletzten Mal, das Video habt ihr nicht gesehen, ich habe es ja schon im letzten Video angesprochen. Beim vorletzten Mal, als ich gesagt habe, ich werde Champion 1, habe ich nur verloren. Ich würde ungern jetzt nochmal so eine Session haben, wo ich nur verliere. Hätte ich nicht so Bock drauf. Ui, okay. Das Wichtigste bei so einem Push-Video ist ja, dass man sich nicht demoralisierend lässt, sondern dass man positiv bleibt. Let's go. Das nervt mich halt ein bisschen. Die macht jetzt aber gut. Ja. Ah, ist ein Retro, okay. Gut. It is Jover. It is Jover. Ich konnte mir defensiv nicht einen einzigen Fehler erlauben. Manchmal hast du ja einen Teammate und wenn du defensiv was schlecht machst, der gleicht es aus. Ist hier als überhaupt nicht der Fall. Also meine Laune ist direkt im Keller. Ich brauche jetzt 5 Siege. Back to back to back to back to back. Deswegen mal mein Tipp an euch, wenn ihr am Ball chasen seid, seid immerhin besser als alle anderen. Aber wenn ihr Ball chaset, aber dann nichts anfangen könnt mit dem Ball, bleibt einfach mal zu Hause. So, der hat ihn verpennt. Oh, unlucky. Auch asozial. Ne? Sphinx, mach doch einfach kein Problem. Zeig doch mal, dass du so ein bisschen Ehre hast. Halt richtig gut, du machst einen Fehler und der Teammate macht no, no. Was war da los? Der sagt dann nice shot. Ich mach mal no, no. Ich bin toxisch. No, no. Wenn du toxisch zum Teammate bist, bist du automatisch der Feind für mich in der Runde. Singulus. Ne, Spiel von eben direkt ausgeglichen anscheinend. Zumindest wirkt es so. Jetzt ist auch noch, der sagt der tolle Pass. War der nicht auch gerade im gegnerischen Team? Ich verstehe nicht mal, warum Rocket League-Spieler es nie checken. Also, was halt, ich kann es nicht verallgemeinern, aber es gibt ja einen Typ Rocket League-Spieler, der halt das einfach nicht checkt, dass es negativ ist, toxisch zu seinen Teammates zu sein. Ich hätte mal, wenn es der richtige ist, mache ich Water Safe. Ja, das war Swings. Ich Water Safe mal Swings. So. Really talking shit, Oh, der war sogar noch savable. Was ist das denn für eine Beleidigung? Du riechst nach Katzenscheiße. Die Frage ist doch, warum weiß er so genau, wie Katzenscheiße riecht eigentlich? Das ist ja die größte Frage. Ja, na gut. Das Ding ist, es macht keinen Sinn, mit ihm sich zu streiten. Er ist halt irgendwie 14 Jahre. Ich habe nicht viele Regeln im Leben, aber eine Regel ist, dass ich nicht Beef anfange mit jemandem, der halb so alt ist wie ich oder noch jünger. Wisst ihr, es wirkt sinnlos. Oder generell Streit anzufangen. Ich habe ihm gesagt, dass er ein Trottel ist. Aber das reicht mir so. Es hat noch nicht gewonnen, das ist das Entscheidende. Weil du kannst in 1,20 locker 3 Tore machen. Okay, es ist finished. 4 Tore zwar auch, aber sehe ich nicht, so wie die Gegner spielen. Ja, die geben auch auf. Und das war der aus dem ersten Game, ne? Oh, sehr gut. Dann habe ich Rache genommen, ist auch gut. Hier so ein Tor zu kassieren wiederum ist nicht gut. Potenzial, dass ich den nicht treffe. Ich mache jetzt nur noch Safe-Sachen defensiv. Man, wie hoch ist die Quote für Teammates, die Ballchasen? Ich habe jetzt 3 Spiele gespielt. Ich habe ein Spiel gewonnen. Da hatte ich keinen Ballchaser. Jetzt habe ich wieder einen Ballchaser im Team. Ich will ja nicht viel. Gib mir jemanden, der rotiert wie ein Platin-Spieler. Ich will nicht mehr. Ich sollte einen Teammate finden, der nicht Ballchased und mit denen einfach dann versuchen, alle Spiele zu machen. Nice. Oh. Okay, 2-3. Oh, 3-3. Ich gehe kaputt, ich komme an, ich gehe wieder kaputt. Okay.
Vielleicht hat er ja wirklich auch nur geballchased, weil er einen... Oh, sorry. Hätte ich da sein können. Weil er einen hohen Ping hatte. Schade. Oh nein, ich habe Risiko gemacht. Gut, dass ich die mit denen hatte. Weil diese hohen Bälle muss ich wieder üben. Ich treffe die nicht. Okay. Mein Team hat mehr an uns geglaubt als ich. Dass ich das erste Tor geschenkt habe, war scheiße. Aber ich habe ja gesagt, Ende der Woche bin ich hoch Champion 1. Ne, ich kann ja jetzt... Oh. Ah, schade. Mir reicht es jetzt hier aus, überhaupt noch Champion 1 zu kommen. Okay. Also der hat sich auch gefangen. In den ersten 40 Sekunden hat er ein bisschen geballchased. Aber hat sich jetzt auch inzwischen gefangen. Okay, stört mich aber nicht. Ich habe ein Tor gemacht. Let's go. Oh. Schneller Sieg. Let's go. Zwei Siege noch. Okay, da ist Müll drin. Aber vielleicht ist es Müll, den ich auch in Rocket Racing benutzen kann. Noch nicht das Finale. Das hier ist... Also, wenn ich mich nicht verguckt habe, ist das hier wahrscheinlich jetzt das Halbfinale. Nice. Sehr gut. Die Teammate hat ganz gutes Positioning. Ich bin scheiße. Wenn wir das fallen, ist es meine Schuld. Nice. Könnte mit ein bisschen guten Tor sein. Ey, er hat einen aufs Tor gekriegt. Bin ich ehrlich, hätte ich nicht besser machen können. Geht der? Der geht, let's go. Sorry, ich hab keinen Boost. Gut. Oh, den mach ich kaputt. Oh, der ist hier gar nicht da. Mach trotzdem kaputt. Let's go. Das ist die toxische. Wieso? Also, es ist dumm von ihnen zum Full Boost zu gehen, so. Aber ich hätte ihn ja so oder so kaputt gemacht. Oh, er ist auch Champion gewesen. Er geht raus. Das erklärt nämlich, warum er der beste Teammate heute war. Das heißt aber auch, ich hatte recht, noch ein Game und ich werde Champion. Es hat gar nicht lange gedauert. Also ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht und ich habe jetzt schon mein Finale. Dr. Key habe ich als Teammate. Nee, gehe ich nicht hin. Oh. Okay, interessant. Da habe ich nämlich nicht kommen sehen. Die haben... Das habe ich schon mal gesagt. Wie heißt das bei Kickers? Teufelsdreier heißt es. Aber da gab es nur diesen einen Move. Sorry, das ist ein ganz, ganz alter Fußball-Anime gewesen. Da sind drei Stürmer so aufs Tor zugerannt. Die haben immer die Position getauscht. Und da wusste der Torwart nicht, wer schießt. Und das haben die jetzt so ähnlich gemacht. Die waren alle so ein bisschen auf einen Haufen. Beziehungsweise beide, die waren auf einen Haufen. Und ich wusste nicht, wer schießt. Und ich hatte nur Augen auf den Falschen. Auch wild, dass das Teufelsdreier hieß, ne? Was? Ah, ich habe mich falsch gedreht, um den letzten zu machen. Nochmal, der Pass war ja eigentlich gar nicht dumm. Hat es halt sehr schwer zu lesen gemacht für die Gegner, aber ich habe es ein bisschen gefummelt. So. Oh, er macht ein Eigentor. Nochmal calculated. Wir führen. Let's go. Ich rede sehr wenig, fällt mir gerade auf. Es macht schwerer zu schneiden, weil wenn ich schneide, gucke ich meist nach den Stellen im Video, wo ich halt was sage. Und das schneide ich dann halt... zusammen, es sei denn, ich sage nur oder Blödsinn. Aber wenn ich wenig rede, ist es nochmal ein bisschen schwerer, das... Oh. Sorry, wenn das Video jetzt auffallend kurz ist. Nein. Zerstörung gechased. Not good. Oh! Wow, guter Save. Mach da auch noch rein. Ja, aber ich... Oh, den saved er. Oh. Bitte hab den. Okay, let's go. Ist halt echt das Finale. Wenn ich das gewinne, bin ich Champion. Come on. Und nochmal gerammt. Oh, let's go, Teammate. Let's go. Ah, schade. Gut. Aber das Game macht auf jeden Fall logischerweise mehr Laune, wenn man das Spiel wieder besser lesen kann, weil man halt ein bisschen mehr im Rhythmus ist. Was ja auch doof ist, ne? Oh Gott. Ich hätte, also die perfekte Welt wäre, dass Rocket League Spaß macht und du besser wirst. Einfach nur durch Spielen.
Aber nee, Rocket League, ich hab's schon tausendmal festgestellt, aber Rocket League ist ein Spiel, wo du trainieren musst, um wirklich viel Spaß mit dem Spiel zu haben. Ansonsten halt brutal frustrierend. Okay. Okay. Ich hab einen Tunnelblick gehabt und Ball irgendwie nach vorne gehauen. Oh. Nein, 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 das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir, let's go. Let's go, let's go, das war's, das war's, das war's. 4-1. Gibt auf. Finished. Joe over. Es ist Joe over. Ach, die sind noch drin. Nein, das war's, das war's. Sie sind finished. Ich hab's gefühlt, es lief einfach ein bisschen besser. Da ist es. Champion 1, Liga 1. Ne? Und ich hab gesagt, Ende der Woche hoch Champion 1. Und hoch habe ich auch definiert. Und zwar Liga 3 kurz vor Liga 4. Also ich weiß, Champion 1 ist halt nochmal viel schwerer als Diamond, logischerweise. Ich habe gerade selbstbewusst entwickelt, Dinge zu erreichen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Creator-Code BADOBSNT. Morgen kommt wahrscheinlich Rocket Racing oder Bloons. Also das nächste Rocket League-Video ist dann wahrscheinlich schon zum Wochenende. Wir sehen uns aber bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Mein Wagen ist verschwunden. Bis dahin und ciao.